der Kriegsmarine. Vor der Küste von South Carolina taucht die CSS Hunley auf, das erste Unterseeboot, das erfolgreich einen Kampfeinsatz bestreitet. Mit einem Torpedo versenkt es im amerikanischen Bürgerkrieg die USS Housatonic, ein Kriegsschiff der Nordstaaten. Den Erfolg bezahlt die Besatzung mit einem hohen Preis. Auch das U-Boot sinkt. Was genau geschah, ist bis heute ein Geheimnis. Wer waren die Männer, die damals an Bord gingen? Was passierte während ihres Einsatzes mit dem unerprobten Schiff? Sie kämpften auf Seiten der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, waren aber möglicherweise keine gebürtigen Amerikaner. Das Wrack der Hunley könnte Antworten auf viele Fragen liefern. Fast 140 Jahre lag es auf dem Grund des Meeres. Werden die Rätsel um den tragischen Einsatz des legendären U-Bootes jetzt gelöst? Nach einer 15-jährigen Suche gelang es Archäologen, das Wrack vor der Bucht von Charleston zu bergen. Ein Expertenteam will endlich das Geheimnis der Hunley lüften. Jeder Wissenschaftler steuert Erkenntnisse aus seinem Fachgebiet bei. Doug Owsley ist forensischer Anthropologe. Er forscht am renommierten Smithsonian Institute in Washington. Linda Abrams arbeitet als Ahnenforscherin. Exhumierungen sollen ihr dabei helfen, die Identität der Besatzungsmitglieder zu bestimmen. Die Archäologin Mariah Jacobson untersucht das Wrack und will herausfinden, wie die Männer ums Leben kamen. Sharon Long gibt den Besatzungsmitgliedern wieder ein Gesicht, 140 Jahre nachdem die unbekannten Männer ihr Leben lassen mussten. Harry Pecorelli ist Taucher und Archäologe. Er gehörte schon zum Team, das die Hunley 1995 in den Küstengewässern vor South Carolina entdeckte. Mit modernster Kriminaltechnik wollen die Wissenschaftler einem Geheimnis des 19. Jahrhunderts auf den Grund gehen. Denn über die Besatzung ist bis dahin so gut wie nichts bekannt. Dieses Dokument listet die Namen der Freiwilligen auf. Doch es wird sich zeigen, dass die Angaben entweder falsch oder unvollständig sind. Von den Menschen, die im Mittelpunkt dieses historischen Ereignisses stehen, fehlt fast jede Spur. Nur der Name eines Mannes steht zweifelsfrei fest: George E. Dixon. Er war der Kapitän der Hunley. Dieses Foto zeigt angeblich sein Porträt. Er soll 1,83 Meter groß und blond gewesen sein. Dixon steht auch im Mittelpunkt einer berühmten Anekdote aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Demnach schenkte ihm seine Freundin Queenie Bennett, aus deren Familie das Foto stammt, eine Goldmünze. Für den Soldaten der Südstaatenarmee sollte sich das Geldstück als echter Talisman erweisen. Eine der blutigsten Schlachten zwischen Nord- und Südstaaten fand 1862 in Shiloh im Bundesstaat Tennessee statt. Schon früh am Morgen geriet Dixons Regiment unter Beschuss. Eine Kugel traf den jungen Soldaten. Genau an der Stelle, an der die Münze in seiner Tasche steckte. Sie hat ihn das Leben gerettet, heißt es. Ist das nur eine gut erfundene Legende? Über den wahren George Dixon verrät auch diese Geschichte nicht viel. Seine Biografie liegt genauso im Dunkeln wie die seiner 7 Besatzungsmitglieder. Wer waren die Männer, von denen nur noch diese Schädel geblieben sind? Gefunden wurden sie im Sediment, das sich über mehr als 100 Jahre im Rumpf des U-Boots abgesetzt hat. Der feine Schlick hat die Gebeine in erstaunlich gutem Zustand konserviert. Doug Owsley liest in diesen Knochen wie in einem Buch. Er ist einer der führenden forensischen Anthropologen in den USA. Er hat die Leichen der mehr als 80 Davidianer untersucht, die bei der Stürmung des Sektenanwesens im texanischen Waco ums Leben kamen. Dank seiner Arbeit konnte auch der Massenmörder Jeffrey Dahmer überführt werden. In diesem Fall sucht er nach Indizien, die etwas über die Besatzung verraten. Dafür steht ihm eine Vielzahl an modernen Werkzeugen zur Verfügung. Die Computertomographie, DNA-Analysen und chemische Untersuchungen.
Mit diesen Methoden erzählen auch fast 150 Jahre alte Knochen erstaunlich detaillierte Geschichten. Die meisten wissen nicht, was ein Knochen alles über einen Menschen verrät. Ich erkenne darin, was sie gemacht haben, durch die Muskelbewegungen, durch Brüche und solche Dinge. Aus der Länge des Oberschenkelknochens kann Owsley auf die Körpergröße schließen. Man vermutet spontan, dass sie klein waren. Das dachte ich auch, aber es ist anders. Tatsächlich war einer der Männer 1,83 Meter groß. Aber es war nicht Dixon, wie man vermuten könnte. Dixon, der Kapitän des Schiffes, soll 1,83 Meter groß gewesen sein. Aber er war nur 1,75 Meter groß. Wahrscheinlich hat sein Ruf den jungen Soldaten größer erscheinen lassen. Er war in vielerlei Hinsicht herausragend. Das spiegelt sich in seiner überlieferten Körpergröße. Im Schnitt überragten die Besatzungsmitglieder ihre Zeitgenossen um 2,5 Zentimeter. Keine gute Voraussetzung, um sich in ein nur 1,20 Meter hohes U-Boot zu zwängen. Warum hat Dixon die Männer dann ausgewählt? Liefert das U-Boot einen Hinweis? Dieser Frage geht Mariah Jacobson nach. Die 12 Meter lange Hanley war für ihre Zeit ein technisches Meisterstück. Der Begriff Unterseeboot war noch nicht in Gebrauch, als das Schiff vom Stapel lief. Und erst die Untersuchungen nach der Bergung gaben Aufschluss über die genaue Bauweise. Diese erwies sich als ausgesprochen durchdacht. Man erkennt sofort die elegante, schlanke Form des Rumpfs und kann sich vorstellen, wie er das Wasser förmlich durchschneidet. Ideen zur Kriegsführung unter Wasser gab es schon lange vor der Hanley. Diese Zeichnung zeigt einen Entwurf von Leonardo da Vinci für ein tauchfähiges Schiff zum Versenken eines anderen Schiffes. Die sogenannte Turtle war das erste U-Boot, das in einem Krieg zum Einsatz kam. Der Amerikaner David Bushnell hatte es 1776 gebaut. Der Versuch, das britische Kriegsschiff Eagle im Hafen von New York zu versenken, scheiterte jedoch. Die Davids, eine weitere Neuentwicklung der Südstaaten im Seekrieg, hatten zwar die Form eines U-Boots, fuhren aber noch über Wasser. Auch ihr Einsatz war kein Erfolg. Große Hoffnungen ruhten deshalb auf der Hanley. Mit dieser Waffe sollte es endlich gelingen, die Schiffe der Nordstaaten zu bekämpfen, die die Häfen der Südstaaten blockierten. Steuerung und Antrieb des U-Boots erfolgten manuell. Diese Stange verbindet die beiden Tiefenruder. Mit einem Hebel konnte sie Dixon steuern und bestimmen, mit welcher Neigung die Hanley abtauchte. Auch die Seitensteuerung funktionierte mit einer Art Joystick. Eine Stange übertrug die Bewegungen auf das Ruder und ließ das Schiff nach rechts und links fahren. Das Schwungrad am Propeller sorgte für einen besseren Antrieb. Hier saßen die Männer und drehten die Kurbelwelle auf der Steuerbordseite. Das Boot liegt jetzt etwa 45 Grad zur Steuerbordseite geneigt. So haben wir es gefunden, aber so haben wir es geborgen. Der Boden ist also eigentlich hier. Der Antrieb per Muskelkraft mag im ersten Moment primitiv anmuten. Aber er funktionierte fast geräuschlos, ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Zudem ist die Kurbelwelle optimal ausgelegt. Die Griffe an der Welle sind versetzt angebracht. Jeder der Männer hat also zu unterschiedlichen Zeiten die größte Kraft ausgeübt, was eine gleichmäßige Bewegung der Schraube zur Folge hatte. Bei den Nieten achteten die Konstrukteure darauf, dass die hydrodynamische Form erhalten blieb. Üblicherweise stehen bei einer Nietenverbindung die Köpfe hervor. Bei der Hanley sind sie abgeschliffen. Man muss sich diese Mühe nicht machen, es sei denn, die äußere Fläche soll so glatt wie möglich sein. Ich vermute, dass sich die Konstrukteure das genau überlegt haben. Doch die Bauweise wies auch Probleme auf. Insbesondere die Luftversorgung über ein Röhrensystem funktionierte nicht wie geplant. Die Hanley musste immer wieder auftauchen, um Atemluft über die Einstiegsluken aufzunehmen. Die Gefahr zu kentern war dabei groß. Wir wollen herausfinden, wie stabil das Boot auf der Wasseroberfläche lag. Es befand sich mitten im Winter auf dem offenen Meer. Wie wahrscheinlich war es, dass es bei geöffneten Luken voll Wasser lief? Schon zweimal zuvor war die Hanley gesunken und hatte 13 Menschen in den Tod gerissen. Die zweite Havarie kostete den Konstrukteur und Geldgeber Horace Hanley das Leben. Er hatte während einer Testfahrt überraschend das Kommando übernommen und wahrscheinlich vergessen, ein Ventil zu schließen. Das Boot lief voll und sank im Hafen von Charleston. Durch den Wasserdruck gelang es der Crew nicht, die Luken zu öffnen. Augenzeugen schildern, welcher Anblick sich ihnen nach der Bergung des Schiffs bot. Die folgende Beschreibung stammt vom Südstaatengeneral P.G.T. Beauregard.
Das Schauspiel war unbeschreiblich grausam. Die unglücklichen Männer krümmten sich in den absonderlichsten Haltungen. Manche umklammerten Kerzen, offenbar vergeblich bemüht, die Luken zu öffnen. Andere lagen am Boden, ineinander verhakt, die geschwärzten Gesichter von Verzweiflung und Todesqualen entstellt. Doch das grausame Schicksal der Männer ist damit noch nicht zu Ende erzählt. Ihre Körper waren so aufgequollen, dass die Navy extra große Särge orderte. Durch die engen Luken des Boots konnten Freiwillige die sterblichen Überreste erst bergen, nachdem sie die Leichen zersägt hatten. Und unter diesen Freiwilligen sollen Männer gewesen sein, die wenig später mit der Hanley ausliefen, um die Housatonic anzugreifen. Wie konnten sie sich nach dieser Erfahrung freiwillig melden? Als Versuchskaninchen für eine tödliche Mission? Um das zu verstehen, muss man ihre psychische Verfassung und ihre Biografie kennen. Wenn wir darüber etwas wissen, können wir solche Fragen vielleicht beantworten. In mühsamer Arbeit legen die Archäologen die Knochen der Besatzungsmitglieder frei. Ihre Position lässt Rückschlüsse auf die letzten Minuten an Bord der Hanley zu. Am Computer erstellt Harry Peccarelli ein 3D-Modell der Knochen im Rumpf der Hanley. Das ist ein dreidimensionaler Plan. Wir haben die genauen Koordinaten sämtlicher Knochen aufgezeichnet, so wie sie im Schiff lagen. Das Bild zeigt, wo sich die Männer befanden, als sie starben. Besonders bemerkenswert ist der Blick von oben. Jeder saß noch genau auf seiner Position an der Kurbel. Sie sind nicht aufgestanden. Die Knochen sind gar nicht durcheinander gekommen. Manche liegen sogar direkt auf der Kurbelwelle. Die Männer haben offenbar nicht versucht, sich zu retten. Hätte aber nicht genau das passieren müssen, wenn die Hanley mit Wasser vollgelaufen wäre? Wären die Männer von einem Tod durch Ertrinken bedroht gewesen, dann hätten doch wenigstens die beiden am Ende der Kurbelwelle versucht, den letzten Rest an Atemluft in den beiden Einstiegsluken zu erreichen. Es hätte einen Tumult gegeben. Aber all das hat nicht stattgefunden. Wie sind die Männer dann ums Leben gekommen? Vielleicht ist ihnen der Sauerstoff ausgegangen und sie sind ohnmächtig geworden. Möglicherweise wartete die Hanley nach ihrem erfolgreichen Kampfeinsatz auf dem Meeresboden auf die Flut. Bei Ebbe war eine Rückkehr zur Küste nicht möglich. Und vielleicht verlor einer nach dem anderen das Bewusstsein. Vielleicht haben sie falsch eingeschätzt, wie lange sie unter Wasser bleiben konnten. Alle sind angespannt, voller Adrenalin. Und als es wirklich gefährlich wird, ist keiner mehr fähig zu denken, Mensch, wir müssen auftauchen. Aber das wissen wir nicht. Bis zu diesem Punkt gibt es nicht mehr als Vermutungen. Über die Todesursache kann erst dann ein Urteil gefällt werden, wenn die Archäologen das Boot genauer untersucht haben. Sie kommen nur langsam voran. Nach 3 Monaten machen sie eine überraschende Entdeckung. Sie liegt kopfüber, aber da steht Ezra Chamberlain, Kompanie K, Dienstantritt 6. September 1861. Eine Erkennungsmarke an Bord eines Kriegsschiffes ist nichts Besonderes, diese spezielle aber doch. Sie gehörte einem Soldaten der Nordstaaten, einem Feind. Wie kommt sie an Bord der Hanley? Gab es einen Spion an Bord, einen Deserteur? Hatte Dixon einen Kriegsgefangenen zwangsverpflichtet? Ein Spion? So verrückt das klingt, aber es könnte sein. Jetzt ist die Ahnenforscherin gefragt. In dieser Disziplin geht es nicht nur darum, Stammbäume zu rekonstruieren. Wenn zum Beispiel das amerikanische Verteidigungsministerium nach Angehörigen gefallener Soldaten sucht, nimmt es die Dienste von Linda Abrams in Anspruch. Sie macht Menschen ausfindig und sie hat eine Spur entdeckt, die mit Ezra Chamberlain zu tun hat. Sie führt nach Connecticut, viele 100 Kilometer von Charleston entfernt. Da gibt es einen Friedhof, auf dem die Familie begraben ist. Auf einem Grabstein steht sein Name. Er ist im Kampf gefallen. Wenn Chamberlain also nicht zur Besatzung gehörte, wie kommt dann seine Erkennungsmarke in die Hanley? Das war ein Souvenir vom Schlachtfeld. Leichenplünderungen waren im amerikanischen Bürgerkrieg gang und gäbe. Und die Marke eines toten Nordstaatlers sorgte für Ansehen unter den Kameraden. Auf diese Weise wird sie das Besatzungsmitglied an sich gebracht haben. Und wer war der Mann? Die erste Vermutung der Ahnenforscherin, es könnte laut Liste das Besatzungsmitglied Joseph Ridgway gewesen sein. Ich habe jeden Joseph Ridgway ausfindig gemacht, der dem Alter nach ein Soldat im Bürgerkrieg gewesen sein könnte. In fast allen Fällen lebten sie noch nach dem Krieg. Erst eine andere Schreibweise des Namens führt auf die richtige Spur.
Es gab einige Ridgeways mit A statt mit E in Maryland. Auf einer Einwohnerliste von 1850 steht ein Joseph F. Ridgeway. R-I-D-G-A-W-A-Y. Und der war im richtigen Alter. Seine Familie war in Maryland zu Hause. Die Ahnenforscherin erfährt von einem Kriegerdenkmal, auf dem der Name Ridgeway aufgeführt ist. Ich habe nach der Schreibweise gefragt. Die Antwort war? R-I-D-G-A-W-A-Y. Na also, als würde man ein Verbrechen aufklären. Ist das erste Besatzungsmitglied damit wirklich identifiziert? Eine endgültige Antwort liefert nur ein DNA-Test. Auch nach 140 Jahren enthalten die Knochen aus der Hanley noch Erbgutinformationen. Wenn Linda einen Angehörigen der Ridgeways aus Maryland ausfindig macht, kann sie dessen DNA mit der vergleichen, die aus den Knochen in der Hanley isoliert wurde. Wieder macht sich Linda Abrams auf die Suche nach Menschen. Ich habe nach lebenden Angehörigen gesucht, aber ich habe niemanden ausfindig gemacht. Der Anthropologe und ich haben also die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, suchen wir nach einem Beerdigten. Mit Joseph Ridgeways Schwester wurde sie fündig. Hoffentlich kommen wir so an die DNA, damit wir Joseph Ridgeway identifizieren können. Wir sind alle gespannt, was wir vorfinden. Noch ist nicht klar, ob das Grabmaterial enthält, mit dem das Erbgut bestimmt werden kann. Als Quelle für die DNA wären Zähne gut geeignet. Sie hatte eine Prothese. Zähne sind also nicht mehr vorhanden. Aber tiefer im Grab stößt das Team auf das, was es sucht. Der Leichnam ist fast vollständig verwest, aber einige Haare sind noch gut erhalten. Vorsichtig nehmen sie eine Probe mit Haarwurzeln. Dort findet sich besonders viel DNA-Material. Die Probe wird im zentralen Identifizierungslabor der US Army untersucht. Es wurde eingerichtet, um das Schicksal vermisster Armeeangehöriger seit dem Zweiten Weltkrieg aufzuklären. Die DNA von Ridgeways Schwester wird mit der des Besatzungsmitglieds aus der Hanley verglichen. Ergebnisse liegen erst in einigen Tagen vor. In der Zwischenzeit beschäftigt sich auch Sharon Long mit dem Mann, der Joseph Ridgeway sein könnte. Sie will ihm sein Gesicht zurückgeben. Okay. Wir werden rausfinden, wie du ausgesehen hast, ob es dir gefällt oder nicht. Dabei formt sie die Gesichtszüge mit Ton nach. Die Markierungen zeigen die Gewebestärken an den jeweiligen Schädelregionen an. Man kann nicht überall die gleiche Menge auftragen. Dann sieht's nach nichts aus. Ich denke daran, dass dieser Mensch Mutter und Vater hatte, Bier getrunken hat. Ich versuche nicht an schlimme Sachen zu denken, die ihm zugestoßen sein könnten. Sonst sieht das Gesicht am Ende traurig aus. Jedes Gesicht weist bestimmte allgemeine Merkmale auf. Die Form der Augenhöhle legt die Position der Augen fest. Die Ohren liegen auf Höhe der Nase. Die Form des Kiefers bestimmt die Ausprägung der Lippen. Am Ende des Prozesses steht eine fast lebendig wirkende Plastik. Zeigt sie Joseph Ridgeway? Auch das Ergebnis der DNA-Analyse liegt jetzt vor. Die Proben stimmen überein. Joseph Ridgeway aus Maryland war also an Bord der Hanley. Linda Abrams hat noch mehr über ihn herausgefunden. Sein Vater war Reeder. Der Sohn fuhr schon früh zur See. Und er kam aus Maryland, wo viele mit den Südstaaten sympathisierten. Das könnte erklären, warum er sich als Freiwilliger für die Mission meldete. Unterdessen hat der Anthropologe Doug Owsley Überraschendes über einige andere Besatzungsmitglieder herausgefunden. Ein erfahrener Forensiker kann eine Menge an den Zähnen längst Verstorbener erkennen. Es gibt ganz verschiedene Aspekte und viel zu entdecken. Man isst, was man isst. Und wenn es um Zähne geht, was man gegessen hat. Mit zunehmendem Alter nehmen die Zähne Spuren der Nahrung auf. Im amerikanischen Süden kam im 19. Jahrhundert vor allem Mais auf den Tisch. In Europa dagegen dominierten Weizen, Gerste und Roggen. Solche Unterschiede in der Ernährung lassen sich mit einer Analyse der Kohlenstoffisotope nachweisen.
Mit ihr hat Owsley die Zähne der Toten untersucht. Bei vieren sind Isotope enthalten, die typisch für Nordeuropäer sind. Es waren also Immigranten. Es wäre schon erstaunlich, wenn nicht alle Besatzungsmitglieder aus den Südstaaten stammten. Aber jetzt zeigt sich, dass die Hälfte von ihnen nicht einmal gebürtige Amerikaner waren. Vier waren keine Amerikaner? Das ist eine große Überraschung. Und ein Rückschlag für meine Forschung. Ein sehr gravierender. Eine Meldepflicht gibt es in den USA bis heute nicht. Entsprechend schwierig gestaltet sich die Suche nach amerikanischen Staatsbürgern aus dem 19. Jahrhundert. Noch komplizierter wird es bei Einwanderern. Das zeigt sich am Beispiel dieses Besatzungsmitglieds. Nicht einmal sein Name steht sicher fest. Er könnte Lumpkin oder Simpkins heißen und ist einer von den Ausländern. Ich habe die Einwanderungslisten durchgesehen, aber die aus dem Süden sind unvollständig. Ich komme mit Simpkins, Lumpkin nicht weiter. Können Linda Abrams Kollegen weiterhelfen, zum Beispiel der Forensiker? Die Nase ist hier zusammengepresst und nach rechts gebogen. Das geht auf eine Verletzung zurück, die so zugefügt wurde. Dadurch wurde die Nase nach rechts verschoben. Über die Persönlichkeit dieses Mannes geben die Spuren an seinem Schädel Auskunft. Das war ein harter Bursche. Das sieht man nicht nur an der Nase. Es gibt auch andere Verletzungen. Am rechten Wangenknochen erkennt man eine Einbuchtung. Auf dieser Seite sieht man den normalen Knochenverlauf. Und hier ist er nach innen gebogen. Da hat er einen Schlag auf die rechte Wange bekommen. Die Verletzungen zeigen sich auch in der Gesichtsrekonstruktion. Er hat sich wohl gerne geprügelt. Dieser Knochen war gebrochen und der Wangenknochen eingedellt. Ich sehe förmlich, wie er den Mund aufgemacht hat, obwohl er es besser gelassen hätte. Solche Leute trinken was und denken, sie wären King Kong. Es dauert Wochen, bis Sharon Long dem Raufbold ein Gesicht gegeben hat. Er war um die 40 Jahre alt, geboren irgendwo in Nordeuropa. Seinen Namen kennen wir nicht, aber wir wissen, dass er wahrscheinlich ein aufbrausendes Temperament hatte. Auch von einem weiteren Einwanderer unter den Besatzungsmitgliedern ist ein Detail bekannt. Er war der Jüngste an Bord und trotzdem mit einer wichtigen Aufgabe betraut. Er hat die vordere Pumpe bedient und außerdem, wenn nötig, am ersten Griff an der Kurbelwelle gedreht. Er war richtig fleißig. Auch seine Knochen verraten viel. Sie weisen Verletzungen auf, aber keine Kampfspuren. Er war höchstens 19 oder 20 und trotzdem zeigen 7 Wirbel Merkmale eines Bandscheibenvorfalls. Die Verletzungen deuten darauf hin, dass der junge Mann schwere Lasten getragen hat. Die Wirbelsäule legt Zeugnis ab von seinem kurzen, aber harten Leben. Er hat gewissenhaft und so gut er konnte gearbeitet. Auch solche Informationen über die Persönlichkeit helfen Sharon Long bei ihrer Arbeit. Wahrscheinlich hieß der junge Mann Arnold Becker und stammte aus Deutschland. Er war erst kurz vor dem Einsatz der Hanley eingewandert. Auch der Mann auf der 6. Position an der Kurbelwelle kam wohl aus Europa. Viel mehr als sein Nachname ist laut Liste von dem Mit-40er nicht bekannt. Warum waren diese Einwanderer bereit, ihr Leben für die Südstaaten aufs Spiel zu setzen? Immigranten sind Teil der amerikanischen Geschichte. Das spiegelt sich auch in der Besatzung der Hanley. Manche waren schon eine Weile da, andere waren gerade erst angekommen. Europa ging es wirtschaftlich schlecht und Amerika galt als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da verwundert es nicht, wenn Menschen nach Amerika auswandern und sich engagieren. Spielte Patriotismus also keine Rolle bei der Auswahl der Besatzung? Dixon wird nicht einfach gesagt haben, du, du und du. Ob es Amerikaner oder Einwanderer waren, wird nicht so wichtig gewesen sein. Er hat die genommen, die bereit, motiviert und mutig waren. Das waren außergewöhnliche Männer, die etwas erleben und Teil einer großen Sache sein wollten. Über die Motive der Soldaten auf der Hanley können wir nur spekulieren. Wollten sie die Sklaverei verteidigen oder die Eigenständigkeit der Bundesstaaten? Waren sie pflichtbewusst oder nur auf ein Abenteuer aus? Oder gab es noch andere Gründe, warum sie ihr Leben riskierten? 1864 litten die Südstaaten zunehmend unter der Blockade ihrer Häfen. Reiche Plantagenbesitzer setzten deshalb Prämien aus für jedes versenkte Kriegsschiff der Nordstaaten. Geld könnte also ein starkes Motiv gewesen sein, warum sich die Männer auf das Himmelfahrtskommando einließen. Zum Beispiel jener Mitzwanziger, der mit Nachnamen wahrscheinlich Carlsen hieß. Er könnte Norweger gewesen sein.
Carlson hat die Südstaaten schon vorher als Blockadebrecher unterstützt. Da ist also dieser Ausländer, der sein Leben aufs Spiel setzt, um Handelsschiffe auszurauben und die Sache der Südstaaten zu unterstützen. Um seine eigenen Taschen zu füllen? War er ein Söldner, dem es nur um den eigenen Vorteil ging? Das war für einige sicher ein Anreiz. Ich glaube aber trotzdem, dass Dixon eine Auswahl getroffen hat. Im U-Boot hat die Archäologin unterdessen etwas gefunden, das dem Kapitän der Hunley gehört haben muss. Ich habe die Münze. Jene Münze, die Dixon in der Schlacht von Shiloh angeblich das Leben gerettet hat. Dieser Teil der Geschichte ist also wahr. Hat er den Talisman aber auch von seiner Freundin Queenie Bennett bekommen? Die Münze hat eine Inschrift. Shiloh, mein Lebensretter. Der Name Queenie steht nicht darauf. Für die Ahnenforscherin ist das ein entscheidender Hinweis. Da wäre genug Platz für ihre Initialen gewesen, wenn die Münze wirklich ihr Geschenk war und sie sein Leben rettete. Das würde doch jeder so machen. Diesen Teil der Geschichte kann ich deshalb nicht unterstützen. Und was ist mit dem Bild, das Queenie von ihrem vermeintlichen Liebhaber hatte? Bis heute glaubt man, es zeige Dixon. Wirklich? Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden. Mit einer speziellen Software lässt sich Dixons Schädel mit dem Kopf auf dem Foto vergleichen. Nick Herman scannt zunächst markante Punkte an Dixons Schädel ein und legt sie anschließend über die entsprechenden Stellen auf dem Foto. Passen Bild und Schädel zusammen? Wenn man sich den Schädel ansieht, stellt man fest, dass er zu lang für das Gesicht auf dem Foto ist. Sie stimmen nicht wirklich überein. Aufgrund dieser Analyse, insbesondere durch das Übereinanderlegen, würde ich sagen, dass das Bild nicht zum Schädel von Dixon passt. Wir wissen nicht, wen das Foto zeigt. George Dixon ist es nicht. Das Schicksal der Hunley und ihrer Besatzung ist ein Puzzle mit vielen Teilen. Jedes Stück wird mit unterschiedlichen Werkzeugen an die richtige Stelle gesetzt. Computersoftware hat eine hartnäckige Vermutung über das Aussehen von George Dixon widerlegt. Und der Ahnenforscherin ist offenbar ein neuer Fund gelungen. Linda glaubt, ein weiteres Besatzungsmitglied identifiziert zu haben. Laut Rekrutierungslisten könnte es sich um Frank Collins aus Virginia handeln. Sie hat das Grab seines Cousins ausfindig gemacht. Wieder hoffen sie und Doug Owsley anhand des Erbguts ihre Vermutung bestätigen zu können. Ich bin sehr gespannt. Es könnte der Augenblick sein, in dem wir die Verwandtschaft der beiden Männer feststellen. Eine erste Überraschung. Der Sarg befindet sich in einer Betonhülle. Die Aussichten, analysefähiges Erbgut zu finden, steigen. Eine Menge Schimmel. Die Leiche ist in einem erstaunlich guten Zustand. Sie wurde vor 80 Jahren beerdigt. Nur das Gesicht ist von Schimmel überzogen. Er hat ein künstliches Gebiss. Auch in diesem Fall liefern die Zähne keine DNA. Er trägt eine lange Unterhose. Die Knochen sind in einem hervorragenden Zustand. Aus dem rechten Oberschenkel. Auch das Knochenstück wird ins Labor der US-Armee geschickt. Ahnenforschung und die DNA-Analyse sollen dabei helfen, mehr über Frank Collins herauszufinden. Aber auch der forensische Anthropologe trägt seinen Teil dazu bei. Doug Owsley hat die Zähne seines Schädels untersucht. Zwischen den Zähnen sind kleine Riefen. Er muss sich regelmäßig etwas zwischen die Zähne gesteckt haben. Er muss Matrose gewesen sein. Die konnten nähen, die haben Segel repariert oder ihre Uniform verziert. Sharon Long sind die Riefen ebenfalls aufgefallen. So eine Nadel passt genau dazwischen. Hätte er sie zur Seite gelegt, hätte er sie verloren. Er hatte wohl kein Nadelkissen. Wenn ich sein Gesicht rekonstruiere, stecke ich sie zwischen die Zähne und ziehe die Lippe hoch. Doch die Ahnenforscherin erhebt Einspruch. Sie glaubt nicht, dass er ein Matrose war. Nach ihren Nachforschungen sind die Riefen auf seine Tätigkeit als Schuster zurückzuführen. Aber was hat ein Schuster an Bord der Hunley verloren?
Wenn die Wissenschaft keine Antworten mehr weiß, hilft mitunter Intuition. Sharon Long glaubt, Collins Charakter zu kennen. Es klingt abgedroschen, aber ich glaube, er war ein Macho. Den schlägt nicht so schnell auf den Magen. Vielleicht war er deshalb mutiger als andere. Vielleicht hat Dixon Frank Collins deshalb ausgewählt. Laut den vorliegenden Unterlagen hieß das letzte Besatzungsmitglied James Wicks. Er war etwa 40 Jahre alt und stammte aus North Carolina. Als der Bürgerkrieg ausbrach, diente er in der Kriegsmarine der Nordstaaten. Während einer Seeschlacht ging sein Schiff unter. Er konnte sich ans Ufer retten, desertierte und schloss sich den Südstaaten an. Er stammte aus dem Süden. Kein Wunder, dass er dachte, Moment, ich kämpfe auf der falschen Seite. Ich muss mich den Südstaaten anschließen. Mit James Wicks als siebten Besatzungsmitglied scheint die Crew der Hanley vollständig identifiziert. Doch dann gibt es einen Rückschlag im Fall Collins. Die DNA-Proben stimmen nicht überein. Bei der exhumierten Leiche handelte es sich nicht um einen leiblichen Cousin. Dennoch ist Linda Abrams aufgrund ihrer Nachforschungen überzeugt, dass Frank Collins auf der Hanley war. Über den Kapitän des U-Boots hat die Ahnenforscherin erst wenig herausgefunden. Nicht einmal sein Geburtsort ist bekannt. Ich habe seine Geschichte erst 5 Jahre zurückverfolgen können. Dann gibt es eine neue Spur. Sie deutet auf eine überraschende Herkunft hin. Holly Cadillac hat im Nachlass ihrer Familie einen Brief vom Kapitän der Hanley gefunden. Dixon hat ihn weniger als 2 Wochen vor seinem Tod geschrieben. Es ist überwältigend, den Brief eines Mannes zu lesen, mit dem ich mich 3 Jahre lang beschäftigt habe. Der ursprüngliche Adressat war ein gewisser Henry Willey. Der Brief könnte Aufschluss über Dixons Herkunft geben. Es muss eine Verbindung zwischen Dixon und dieser Familie geben. Wir wissen nicht, woher Dixon stammt. Aber die Willey-Familie kam aus Ohio. Und in Mobile, Alabama, war Dixon nur sehr kurz, bevor er dann bei ihren Vorfahren lebte. Ist es denkbar, dass die Südstaaten ihre geheimste Waffe einem Mann anvertrauten, der nicht aus dem Süden kam? Möglicherweise stammte George Dixon aus Ohio, einem der Nordstaaten. Auch dem Kapitän hat Sharon Long ein Gesicht gegeben. Was ihn dazu gebracht hat, sein Leben an Bord der Hanley zu opfern, werden wir wohl nie erfahren. Nach mehr als 3 Jahren Arbeit ist das Wrack der Hanley von allen Ablagerungen gereinigt. Die Archäologin Mariah Jacobson glaubt jetzt zu wissen, wie die Besatzung ums Leben kam. Am hinteren Wassertank ist ein fast 1 Meter großes Loch. Ein merkwürdiger Schaden. Zuerst dachten wir, das U-Boot könnte beschädigt worden sein, als es auftauchte. Vielleicht von einem Schiff, das der Mannschaft der Housatonic zu Hilfe kam. Doch es gibt noch eine andere Erklärung. Was, wenn das U-Boot unter Wasser beschädigt wurde? Ein Anker könnte sich darin verfangen und das Loch gerissen haben. Dieses Loch ist wohl später entstanden. Noch ein Hinweis. Man erkennt ihn auf einem Röntgenbild der vorderen Einstiegsluke. Der vordere Teil scheint halb offen zu stehen. Könnte es sein, dass das U-Boot gesunken ist, bevor Dixon die Luke schließen konnte und dass vielleicht Wasser eingelaufen ist? Doch warum sollte die Luke offen gewesen sein? Möglicherweise wollte Dixon den Kurs für den Rückweg bestimmen. Ein Indiz scheint diese Vermutung zu stützen. Das ist Dixons linker Oberarmknochen. Sehen Sie? Darunter ist dieses merkwürdige Objekt. Das ist ein Fernglas. Interessanterweise trägt er es an seinem Körper. Er hat es über seine linke Schulter gehängt und unter den Arm geklemmt, als hätte er es gerade benutzt. Das würde aber bedeuten, dass er die vordere Einstiegsluke geöffnet hatte und mindestens mit dem Oberkörper draußen war, um das Fernglas zu benutzen. Auf dem offenen Meer wäre es in diesem Fall möglich, dass das Boot von einer Welle überflutet wurde. Doch in diesem Fall hätten die Männer sicher versucht, aus dem U-Boot zu entkommen. Harry Pecorelli hat die genaue Position der Knochen in der Hanley bestimmt. Seine Arbeit besagt etwas anderes. Alle saßen genau auf ihrer Position.
Wie kann das sein, wenn das U-Boot voll Wasser lief? Waren die Männer ohnmächtig oder bereits tot? Vielleicht durch die Explosion, vielleicht zündete die Ladung zu früh. Sie hatten den Torpedo in den Rumpf der Housatonic gerammt. Gezündet wurde er erst, wenn sie in sicherer Entfernung waren, indem der Stift gezogen wurde, wie bei einer Granate. Vielleicht hat sich das Seil verfangen und hat sich nicht richtig abgewickelt. Oder jemand auf der Housatonic hat den Torpedo durch einen Schuss zu früh gezündet. Vielleicht waren sie noch zu nah dran. Die Hanley war ein Prototyp. Niemand wusste, wie sich das U-Boot bei der Explosion verhalten würde. Es ist denkbar, dass eine gewaltige Druckwelle auf den Rumpf getroffen ist. Vielleicht zerstörte der Torpedo nicht nur die Housatonic und die Besatzung der Hanley wurde zum Opfer ihrer eigenen Waffe. Aber einige Zeugen wollen nach dem Angriff ein blaues Licht gesehen haben, das Zeichen für einen erfolgreichen Angriff. Wer sollte es gesetzt haben? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Es gibt noch eine weitere Erklärung für den Untergang der Hanley. Historische Wetterdaten lassen darauf schließen, dass in der Nacht des Angriffs eine ungewöhnliche Kaltfront mit starkem Nordwind über Charleston zog. Nach der erfolgreichen Attacke versucht die Besatzung mit dem Boot in der stürmischen See zur Küste zu gelangen. Durch ihr schweres Atmen verbrauchen sie den Sauerstoff schneller als gewöhnlich und die stürmische See verhindert, dass sie auftauchen können. Die Explosion könnte das U-Boot tatsächlich beschädigt haben, sodass nach und nach Wasser eindringt. Einige Männer brechen zusammen und fallen über die Kurbelwelle. Das U-Boot lässt sich nicht mehr antreiben. Schließlich verlieren alle das Bewusstsein. Immer mehr Wasser läuft in den Rumpf. Das Boot sinkt. So könnte es gewesen sein. Fest steht in jedem Fall, dass das Opfer der Besatzung keinen Einfluss auf den Kriegsausgang hatte. Doch ihr Einsatz markiert einen Meilenstein in der Entwicklung von U-Booten. Die direkten Nachfahren der Hanley entwickelten sich zum wichtigsten Bestandteil jeder Kriegsmarine und zur festen Größe in der militärischen Abschreckung. Vier Jahre nachdem die Hanley geborgen worden war, wurden die sterblichen Überreste der Besatzung auf dem Magnolia-Friedhof in Charleston beerdigt. Längst waren die Männer aus dem Schatten der Vergangenheit getreten. Die moderne forensische Wissenschaft hat den Blick zurück in die Geschichte ermöglicht und ein Licht auf Dixon, Ridgway und den Rest der Besatzung geworfen. Es war eine heterogene Gruppe, junge und alte, kleine und große, Amerikaner und Einwanderer. Nur der Mut war ihnen allen gemeinsam. Das Schicksal hat sie auf ihrer ungewöhnlichen Mission zusammengeführt. Es hat ihnen zum Erfolg verholfen und meinte es doch nicht gut mit ihnen.